Die Stadt Dortmund ist bereits digital gut aufgestellt. Viele Bürgerinnen und Bürger warten aber darauf, dass online die Antragstellung möglich sein wird. Das ist ja auch per Gesetz vorgeschrieben. Bis Ende 2022 soll das geschehen. Wie weit ist Dortmund mit Stand heute? Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet uns ja alle, Bund, Länder und Kommunen, insgesamt 599 Dienstleistungen bis Ende nächsten Jahres, also innerhalb der nächsten 415 Tagen, zu digitalisieren. Auf die Städte, auf die Stadt Dortmund entfallen davon 173 OZG-Leistungen und 27 davon haben wir jetzt tatsächlich online gestellt oder sind dabei, sie online zu stellen. Woran hakt? Warum dauert es so lange? Naja, das Gesetz ist ein Bundesgesetz, 11 Paragraphen, sehr klein und kurz, aber große Wirkung. Die Kommunen kriegen keine Ressourcen dafür. Wir machen das mit Bordmitteln. Wir bekommen von Bund und Land weder Finanz- noch Personalressourcen. Und es gibt auch keine einheitliche Strategie im gesamten Bundesgebiet. Das heißt, jede Stadt versucht es im Moment mit eigenen Mitteln in den eigenen Systemen, diese Leistungen zu digitalisieren. Und trotzdem haben Sie es ja schon weit gebracht, wenn Sie sagen, einige sind ja schon freigegeben. Was heißt das genau? Wann werden Bürger welchen Antrag online stellen können? Natürlich wird der Ruf nach digitaler Antragstellung immer lauter. Das können wir auch verstehen. Wir wollen eine kundenfreundliche Stadtverwaltung sein. Und insofern haben wir uns mit, wie gesagt, eigenen Mitteln schon längst auf den Weg gemacht, Dienstleistungen digital anzubieten. Und so wird es jetzt in Kürze zum Beispiel möglich sein, den Hund anzumelden, die Hundesteuer anzumelden oder auch in Bauakten zu schauen oder sich einen Aufenthaltsstatus nach Brexit geben zu lassen oder eine Gewerbesteuer zu beantragen, etc. Das wird jetzt alles Zug um Zug kommen. 2022 wird ein spannendes digitales Jahr. Im Januar bereits ist ein Praxistest überlegt. Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich beteiligen. Was steckt dahinter? Wir machen das ja für die Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen eine kundenfreundliche Verwaltung sein. Deswegen ist es ja ganz wichtig, die Nutzerinnen und Nutzer auch zu befragen, ob die Formulare, die wir jetzt einsetzen, diese Online-Formulare, ob die nutzerfreundlich sind, ob die verständlich sind, ob die brauchbar sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, Nutzerinnenverhalten auch abzufragen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und das werden wir jetzt im Januar dann auch tun. Und was ist mit der Papierform? Wird es sie weiterhin geben? Die muss es weiterhin geben. Bei aller Digitalisierung wird es immer Menschen geben, die auch den herkömmlichen Weg zur Verwaltung suchen, per Telefon, per Papier, per persönlicher Vorsprache. Und wir werden in jedem Fall sicherstellen, dass auch diese Menschen bedient werden. Ganz herzlichen Dank. Ich danke auch.